So. Lang, lang ist's her. Ich logge gerade zum ersten Mal ein. Nach 13, 14 Monaten. Ja, seit über einem Jahr, wie gesagt, war ich nicht mehr am Computer und habe meinen Main-Account gar nicht mehr eingeloggt. Und dementsprechend habe ich auch Heroes 2.0 nicht mitbekommen. Und wir haben mittlerweile Ende März. Der 17. März 2018. Und ich habe mir gedacht, komm, ich logge wenigstens mal ein, mach die Kisten auf und so und schau mir mal das ganz Neue hier, den neuen Kram mal an. Ich hatte auch vor ein paar Tagen mal meinen alten Account, also meinen zweiten Account gespielt. Die letzten Tage so ein bisschen. Ja, und jetzt gucke ich einfach mal. Weiter deine Sammlung. Mal aufnehmen, ja. Schon ein komisches Gefühl, wieder vor der Kamera zu sitzen. Ich bin auch noch nicht ganz fit. Aber das kann ich ja mal eben hier machen für euch, ne? Juwelen, Gold und Splitter, okay. Jo. Aktualisiertes System, ne? Level 1052. Danke. Fünf Beutetruhen, das ist nicht viel. 55 epische. 10 Veteranentruhen. Okay. 30 Tage ist dem weg. Ja, ich war zuletzt in der Heldenliga Diamond 5, wer sich erinnert. Das war die Season 3 2016. Da habe ich zuletzt richtig gespielt. Ja, gucken wir mal. Dia wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Ja, und ich war ja fast auch Dia 5 in der Teamliga, Platin 1. Ein Hirsch. Eine Goldprämie. Heldenliga Diamond Bild. Gold. Seine Belohnung erhalten. Okay. Ja, Kisten, da schreibt mir schon der Mad Marin, da ist er. Ja. Mach gerade Kisten. Ja, ich hatte ja gestern für euch das Laber-Video hochgeladen. Wie gesagt, heute ist der 16. März 2018. Ich gucke jetzt erstmal hier. So sieht das aus. Spielt Heroes seit 2 Jahren. Ja, seit Beta eigentlich. Fortschritt. Helden. EP. Ja, da sind jetzt natürlich noch einige neue dazugekommen. Zuletzt war, glaube ich, der Zul Jin. Als ich noch gespielt habe, war der gerade neu. Und da war ich, wie gesagt, dabei, die letzten Helden auf Level 15 zu bringen. Und dann kamen die drei neu und die hier alle. Wieder viel zu tun. Ihr seht, Spielüberblick vor einem Jahr. Statistik.
Heldenliga Season 1 war ich nicht da. Da war ich auch nicht da. Da auch nicht. Da auch nicht. 2016. Aber so viel hatte ich da auch gar nicht mehr gespielt. Drei Wins mit Rayna, eins mit Tyrael, Magnaros. Und Aurel hatte ich da irgendwie auf die Nase gekriegt, Teamliga. Ja, in der Teamliga war ich mit Aurel deutlich besser. Ja, egal. So sieht das Ganze aus. Jetzt sind die Helden hier 54, die vorher 20 waren. Und ich glaube, das ist jetzt ohne Limit. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es geht sogar über 200. Ja, wer Bock hat, kann mich natürlich adden. Ich kann nur nicht versprechen, dass ich, wie oft ich da bin und ob ich dann mit euch spielen kann und so weiter. So. So sieht das aus. Gold habe ich gar nicht so viel. Juwelen auch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Kisten auf. Erste Video, erstmal ein paar Kisten aufmachen, oder? Okay, die kann man hier von Juwelen holen und Juwelen kosten echt Geld. Okay. Ja, machen wir erstmal die normalen. Ja, ich habe ja noch gar nichts, ne? Wo ist denn hier die Sammlung? Da. Klar, die Helden habe ich fast alle. Skins habe ich mir damals sehr, sehr viele gekauft. Ja, komm. Egal. Hier habe ich natürlich noch nichts. Von den Sprays und dem ganzen Kram. Aber Skins habe ich einige, ja. Den habe ich auch von Xul. Und den Elite-Skin und so. Ja, die Elite-Skins hatte ich eigentlich mit fast allen Helden. Gut. Weiter geht's. Das auch schneller öffnen mit Tab oder so? Legende. Das kann nämlich ein bisschen dauern. Boah, geil! Ach so, ein Skin. Ich dachte schon, der Held. Ich zieh das jetzt so schnell wie möglich durch, weil, wie gesagt, der kann ein bisschen dauern. Dann kommen die epischen Kisten, ne? Da kommen die Skins. Wahnsinn. Maltael hatte ich übrigens ein bisschen gespielt auf meinem zweiten Account die letzten Tage.
Legendäres Reittier habe ich schon. Wenn ich jetzt einen neuen Versuch mache, kriege ich dann wieder eine legendäre? Glaub nicht, ne? Dann nehme ich lieber die Splitter oder so. Ja geil, den Garrosch, den habe ich noch nicht. Ja, wie gesagt, die meisten Skins hatte ich ja schon. Okay. 193 Sachen. Jetzt kommen die Veteranen-Dinger. Ich glaube, da ist immer eine legendäre drin, ne? Mach jetzt mal einen neuen Versuch. Legendär. Besser. Brauche ich nämlich noch. Stukov. Legendär. Geil. Brauche ich auch noch. Nehme ich. Legendärer Held Maltael. Sehr gerne nehme ich den mit. Der hat mir nämlich ziemlich gut gefallen auf meinem Smurf-Account. So.
Oh, jetzt. Oha, die sind aber ganz schön nicht so günstig. Der Holzfäller. Schon geil. Da hatte ich nämlich auch die Elite-Skins und den Skin. Ikes hatte ich auch den hier gekauft damals. Ja. Es passiert gerade in dem Video nicht so viel, weil ich hier erstmal irgendwie klarkommen will. Mal gucken will, was es so gibt. Das hier alles so ein bisschen ausmachen. Mal teilen. Guck mal, den kann man sogar von Juwelen kaufen. Kel'Thuzad gibt es auch jetzt. Ja, es hat sich schon viel getan in dem Spiel, in meiner Abwesenheit. Das ist schon nicht ohne. Etc. Etc. pp. Krass, auch zwei von den teuren. Boah, es ist ganz schön viel, was das kostet, ne? Teilweise die legendären. Ja, vier neue Helden. Genau, den Garrosh, Maltael. Die beiden. Na gut. Die Pferde sind jetzt nicht so wichtig, finde ich. Holt man sich meistens ein cooles und bleibt dann dabei oder so.
Außerordentlich. Jetzt wird gerichtet. Emojis. Porträts! So, da wollte ich eben mal gucken. Okay. Sind ausgegraut, die ich nicht nehmen kann. Erfolge. Cool aus. Ja. Das hier fehlt mir noch. Und das. Aber diese Bildchen hier sehen zwar cool aus, aber ich habe eh das drin. Ja, so sieht das Ganze aus, Helden. Die einzigen beiden, die mir fehlen. Nee, mehr, oder? Mir fehlen noch mehr, ja. Die ist wieder was zu tun. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie viel ich spielen werde. Ich weiß noch nicht genau, wie häufig Videos kommen werden. Und ich werde auch nicht mehr in Zukunft, also vielleicht mache ich die Folge 1500 noch voll, weil ich das damals gesagt hatte. Aber danach wird es keine Quick-Match-Folgen mehr geben. Dann gibt es nur noch Ranked. Und Heldenchaos oder so ein Quatsch, aber ich denke, so ist das. Und dann werde ich nach und nach, ohne das zu filmen, vielleicht die Helden hier hochbringen. Mal schauen. Mal schauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Dann würde ich sagen, bis bald.